Ja, hallo allerseits. Feierabend, Montag, bisschen Sonne. Was heißt das? Wir gehen wieder raus. Ziel dieses Jahr, jeden zweiten Tag. Na, nicht ganze Jahr, aber so erstmal im Frühjahr, jeden zweiten Tag eine kleine Runde. Also es ist wieder soweit. I just close my eyes and think of you. When I'm sleeping with someone new, knowing you, I can't help but stop my mind if you. Da bin ich wohl erstmal in einer Ecke voller Sackgassen gelandet. Und das im Heimatort. Naja, man kennt nie alle Ecken. So, na denn jetzt hier rechts rum. Den Wendel-Hitler-Weg. Schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Ach, sieh da. Eichwalde beginnt erst hier. Dann gehört der Zipfel hier wahrscheinlich schon zu Berlin. Naja, dann jetzt weiter. Wir scheinen mal durchzukommen. So, damit sind wir im Wald. Graveln. Yeah! Die Hütte müsste bekannt vorkommen. Hier habe ich mit Joe in und meinem Bruder Sven mal Pause gemacht. Halb links jetzt. Der Abzweig nach Bohnsdorf, bin ich auch schon öfter gefahren. Parallel geht die Bahnstrecke nach Cottbus. So, komme ich gleich nach Berlin-Grünau rein, mein ehemaliger Arbeitsweg. Seit Homeoffice habe ich ja keinen Arbeitsweg mehr. Drüben ist Bahnhof Berlin-Grünau. Mächtig was los.
I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Nehmen wir mal den Anstieg zum kleinen Müggelberg, respektive zum Müggelturm in Angriff. Das wird 8% an ihm. Mir war so, als ob das am Ende steiler ist. Aber ich kann mal täuschen. Geht schon mal gut los. Kleines Ritzel und ganz gemütlich. Sehr, sehr Anfang hier. Meine Herren,
Da ist er. Mal einen herrlichen Blick von hier oben. Und auf den Bäumen hier liegt sogar noch etwas Schnee. Oh, war das anstrengend. Hier Nebengebäude. Und da der eigentliche Turm. Haben wir hochgeschafft. Muss man nicht unbedingt machen. Das sollen nur 8% sein, ich weiß ja nicht. Achso, hier oben hat natürlich nichts offen. Hier wäre Gastronomie. Oh, alles geschlossen. Auch die Treppe hier runter zu. Gesperrt. Ja, ich werde jetzt weiterfahren. Hier vorzu. Richtung Großer Mückelberg und Sternwarte und dann runter Richtung Mückelheim. So machen wir es. So, weiter jetzt zum Großen Mückelberg. Schnee hier überall. Da schau her. Schön Anstieg. Oh, Sternwarte. Also zu der Mückelsee. Hier auf dem großen Mückelberg hat es noch Schnee und hier runter der Blick zum Mückelsee Richtung Friedrichshagen rüber. Hier ist noch richtig Schnee und ich bin ganz schön außer Puste. Also die Berge
sind wohl nicht für mich. Oder ich bin zu schwer. Oh, nee. Ja. Oh, die Abendsonne nochmal schön. Spitze. So, nach all den Strapazen hier berghoch. Für unsere Berliner Verhältnisse sind das ja doch schon ganz schöne Anstiege. Geht es jetzt weiter Richtung Müggelheim, kommt eine schöne Abfahrt. Muss aufpassen, das kann sein, dass das hier noch ein bisschen glatt ist, weil wenn hier Schnee liegt, Vorsicht ist geboten. Na ja, es kommt noch eine kleine Gegensteigung hier. Äußerste Vorsicht. Das ist schon Müggelheim. Der allerherzigste Kopfsteinpflaster. Naja, der Gehweg geht. So, sind wir in der City of Müggelheim. Aha, hier wird eine neue Brücke gebaut über den Gosener Kanal. Aber es gibt eine Behelfsbrücke hier scheinbar mit Ampelsteuerung. Behelfsbrücke. Interessant. Graben.
und der große Strom. Alle kleine Gewässerchen hier rundum Gosen. Gosener Kirche. Und da hinten die Abendsonne. Wieder traumhaft, wie die Sonne untergeht. Wieder in Berlin. Doch wieder in Sonnenuntergang gekommen. Naja, wie die Zeit so vergeht. Aber bald kommen ja wieder die ganz langen Tage. Also noch ein bisschen bald weg. Jetzt kommen wir wieder zu der Brücke über den Oder-Spree-Kanal. Vielleicht ist er heute schon eröffnet. Mal schauen. Schon offen. Nee, die ist noch nicht offen. Oh, Scheiße. Nee, die Brücke ist noch nicht zu offen hier, wa? Nee, aber die alte Brücke. Ja, ich weiß. Die ist noch offen. Die sollte eigentlich schon längst eröffnet worden sein, ja, aber. Ja, die sind hier ein bisschen langsam. Ja, okay. Schönen Abend noch, wa? Habt ihr gehört, die sind hier ein bisschen langsam in der Ecke. So. Na, dann wieder schieben. Meter holen können wir ja. Ja, mit dem Mountainbike könnte man die Stufen hier runterfahren. Aber nicht mit dem Rad hier. Also, ich weiß nicht, dass das hier schon glatt ist. Fahren wir hier lang, mal einen anderen Weg, also bin ich auch schon mal gefahren irgendwann, aber nicht dieses Jahr. Hier am Oder-Spree-Kanal entlang. Ja, fährt sich ja super hier. Bester Weg. Sommer vielleicht etwas sandig, aber jetzt ist ja alles schön fest. Beste Sahne. Fitzchen Päuschen werde ich hier an der Hütte noch machen.
von da komme ich. Und hier geht's zur Dahme. Der Oder-Spree-Kanal, wie gesagt. Und davor müssen wir noch. Ja, Zeit vergeht fix. Ist jetzt 5:45. Eigentlich schon Sonnenuntergang gewesen. Die letzte Dämmerung noch nutzen hier. Ach, das ist übrigens neuer Helm. Kam Samstag. Nach 6 Jahren wird mal Zeit, was Neues zu holen. Da ist schon der Mond. Naja, viel wird man nicht mehr sehen wahrscheinlich. Oh, nee. Halbes Stündchen länger hell. Das wert. Hier möchte ich aufpassen wegen den Wurzeln. Ihr wisst ja, der Wurzeltroll. Alles, was er berührt, ist seins. Da muss man aufpassen, nicht, dass der mein Fahrrad berührt. Und das ist nämlich nicht mehr meins. Ja, ja, so schaut es aus. Damit sind wir an der Mündung des Oder-Spree-Kanals. Ist das Leuchtfeuer. Ah, hier ist das Schild wegen der Baustelle vorne von der neuen Brücke, die eigentlich schon im letzten Herbst eröffnet werden sollte. Da drüben die Stelle mit dem Denkmal für die Erbauer. Mit herzlichen Grüßen an Thomas B. on Tour, einer seiner Lieblingsplätze. Und hier hinter geht es dann Richtung Köpenick weiter, die Dahme, Langensee und so ein langer Zug. Ach, so schaut das hier aus. Mein Radl. So, jetzt aber heimwärts. Enten schnattern schon. Ja, ich werde mal ein bisschen am Wasser hier lang fahren. Oben durch den Wald oder hier das Stück nimmt sich nichts. Umgehauene Bäume und überall sind hier schon Spuren von den Wildschweinen. Hoffen wir mal nicht, dass wir noch eins treffen hier. So, damit sind wir schon wieder in Altschmökitz. Hier ein paar Bootsanleger. Ist im Sommer die Hölle los hier. Und hier lang geht es zu den Zeutener Gewässern. So, kurze Tragestrecke. Und
Und weiter geht's. Über die Dame. Ach nee, die Dame ist da ja nicht. Oder doch? Ist doch die Dame hier, klar. In Eichwalde. Wahrscheinlich wieder nichts mehr zu sehen von mir. Ja, Autos kommen immer, wenn man drehen will. Boah, wie eine kleine Runde. 35 bis 40 Kilometer Hometown erreicht. Insofern, schönen guten Abend und ciao, ciao.